Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge Challenge Time. Und die heutige Challenge ist von Daniel Bestoff. Und zwar ist das die Lel Challenge. Ich habe keine Ahnung, warum man die so nennen muss, aber okay. Und zwar in der Lel Challenge müssen wir mit... ich sag schon wieder Skorpion. Alter, ich... Alter, fuck. Mit Spion. Oder mit... Chamäleon, genau. Chamäleon, die Leute richtig hart abfucken. Und zwar, sag ich mal, der kämpft jetzt gegen den und ich stehe hier als Schwein, so, genau wie da. Dann, und dann müssen wir ihn halt abstauben. Das ist eine richtige Spasti-Challenge. Richtig krank, richtig behindert, richtig asozial. Alter, ich hoffe, das schaffen wir. Und ich mache mir jetzt mal, ich kann echt nicht reden heute, sorry, aber... Keine Ahnung, ich bin gerade erst aufgestanden. Also, das wird abfacken. Ist auch überhaupt nicht einfach. Vor allem jetzt gegen den Typ. Wenn die teamen, dann bin ich komplett im Arsch. Aber wir brauchen auf jeden Fall Essen. Das ist ganz klar. Weil das halt einfach Essen zieht, wie sonst was. So, ich glaube, die teamen. Das wäre scheiße. So, jetzt kommt, wenn wir den noch kriegen, Alter. Yes! Siehst du, Leute, das war zum Beispiel eine Situation. Geil, oder? Ist das nicht episch? Ist das nicht episch? Das ist sau-episch, oder? Ist das... Oh, das... Ich liebe das Kit jetzt schon, Alter. Ich habe es nämlich gerade eben erst gekauft. Ich habe noch nie eine Runde mit dem gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, so. Auf jeden Fall weiß ich, dass das unnormal viel Hunger zieht. Und da hat es schon funktioniert. Wir wären niemals gegen beide angekommen oder gegen den Typ alleine. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der neuen Runde wieder. Das war jetzt ein bisschen scheiße. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder. Jo, da sind wir auch wieder beim zweiten Versuch mit dem Spion-Kit. Egal. Steinente. Okay. Okay, komm. Oh, sheesh. Krass. Das ist richtig gutes Equip, Mann. So, also, wir müssen jetzt zwei Typen richtig hart verarschen. LOL. Der hat sich geportet und dann die Kiste nicht bekommen. Ah, ne. Dann porte ich mich auch mal weg. Nein, das ist noch eine Kiste. Nein. Es ist einfach genau dasselbe passiert. Okay, egal. Gut, wir müssen jetzt gucken, ist wir irgendwie die Leute verarschen. Ah, jetzt habe ich mich... Ja, auf jeden Fall, was aber wichtig ist, ich habe ein bisschen offscreen, mal ein bisschen alleine ein bisschen gezockt. Ohne Aufnahme. Und es ist eigentlich ganz cool, das Kit. LOL. Aber, ja, es ist cool, aber im Finale bringt dir das eigentlich sehr wenig, weil er einfach durchgehend trackt deinen Gegner. Deswegen, also, im Finale würde ich schon auf Rüstung gehen und einfach einen normalen Fade machen. Okay, wo ist denn der? Da hinten? Okay. Ach ja, was auch ganz wichtig ist, den zweiten Slot immer frei halten. So, jetzt hoffe ich mal. Jetzt, ja, komm, komm, der ist. Oh Gott, war doch noch knapp. Jesus. Okay. Nice. Nee, das betone ich lieber nicht so wie. Nebelnik. Bah, Alter. Ja, dieses Dingens fuckt halt schon ein bisschen ab. Komm, irgendwas Geiles. Ja. Genau. Okay. So. Ja, komm, machen wir so. Das fuckt echt ab. So, wir müssen eigentlich jetzt da perfekt durchwerfen. Oder wir machen es so. So. Da hinten ist er. Okay. So, 40 Blöcke ist das alles. Okay, gar kein Problem, hoffe ich. Der ist da unten. Sag mir nicht, der ist jetzt hier runter.
Der ist echt da unten. Ja, nee, dann nicht. So. Okay, jetzt, wir gucken schon mal, ist ein bisschen Equip sammeln. Wir haben einen, sage ich mal, schon ein bisschen verarscht. Ja, ich zähle das mal dazu. Einen haben wir. Okay, ja, kann man mal mitnehmen. So, und diese Heiltränke sind auch eine gute Sache. Okay, wir müssen jetzt einfach nur noch geportet werden. Oder, ein Verzauberungstisch wäre jetzt richtig episch. Verzauberungstisch wäre echt saugeil. Hm, hier ist wenigstens... Oh. Okay. Ach, also ich habe gar keine Pfeile. Okay. Ja, bei dem müssen wir jetzt aufpassen. Und ich finde übrigens bei dem Kit, es steht ja in dieser Beschreibung, sag ich mal, ist das sau viel Essen ziehen soll. Finde ich aber überhaupt nicht. Also es zieht zwar ein bisschen Essen, aber nicht viel, wie ich finde. Also das Kit kann ich schon bis jetzt, sag ich mal, richtig gut empfehlen eigentlich. Okay, komm. Kriegen wir den, sind wir King. Als ob der jetzt AFK ist. Das, nenne ich Luck des Jahrtausends. Aber den würde ich nicht als verarscht bezeichnen jetzt. Guckt euch mal an, wie viele Heiltränke der hat. Das ist ja mal abnormal. What the fuck? Lol. Ich hab grad gedacht, ey, cool. Full Iron. Zack. So. So, 8 Spieler noch. Wie viele Kills? 2. Ja, ist nicht so gut. Aber ist okay eigentlich. Ja, können wir so machen. Ach, hier sind wir jetzt. Wo ist der Spast? Da oben. So. Ja, gut, das war jetzt... Ja. Lol. Wow. Okay, den gehen wir jetzt runter. Der hat einen Dia-Helm für uns. Das wäre richtig geil. Na, komm. Alter. Okay, jetzt chillen. Chillen. Und verarschen! Du sparst es! Okay, kann jetzt sein, dass ich jetzt gerade ein bisschen abgegangen bin. Aber, Alter! Wie viele Heiltränke? Das ist ja abnormal. Wir können das jetzt aber machen. Verzaubern. Holy shit! Das ist ja voll abnormal, Mann. Guck dich mal an! Guck dich alles mal an! Ja, komm. Holy Macaroni! Das ist krass. Das ist ultra krass, Leute. Wir gehen ja voll ab. Super Saiyajin. Obwohl! 4 Spiele. Okay, 4. Komm. Bäm! Der nächste, Alter. Alter, das Kit ist arschgeil. Haltbarkeit. Lass mich verarschen. Ja, brauche ich nicht. Hoho!
wie geil das Kit ist. Alter, auf jeden Fall, würde ich sagen, haben wir die Challenge auf jeden Fall schon mal bestanden. Wenn hätte er uns ja gesehen, dann... Alter, das ist so ein geiles Kit. Leute, kauft euch dieses Kit. Es ist abnormal episch. Ja, okay, der ist mir eigentlich jetzt ein bisschen zu nah dran. Wir machen uns gleich höchstwahrscheinlich ein Amboss. Alter, Jesus. So, jetzt müssen wir noch den Gegner hier bekommen. Dann ist geil. Dann ist richtig episch. Wenn wir den bekommen, gucke ich, ob ich noch einen Verzauberungstisch bekomme. Ich weiß nicht, wohin der guckt. Na, er guckt in meine Richtung, okay. Yes! Alter, Jesus Christ! Junge! Wie abnormal geil! Ich liebe dieses Kit. Das ist so abnormal geil, dieses Scheiß-Kit. Guck mal, wie viel Heilträger. Sorry. Das ist ja der Hammer. Das ist ja so episch. Ich glaube, ich suche jetzt echt einen Verzauberung. Ja, ich brauche noch ein paar Level, ne? Ja. Ich brauche jetzt noch ein oder ein Tier. Und einen Verzauberungstisch. Und? Habe ich. Ja, und ein Crafting Table. Und dann könnten wir. Na ne, könnten wir nicht. Brauchen noch mehr. Mehr Verzauberungsfläschchen. Ja, komm, weißt du was? Dieses Kit ist so geil. Okay. So. Der... Hä, wir gewinnen. Wir gewinnen doch eh. Also, nee. Na, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, komm, machen wir uns doch lieber erstmal eine Dia-Hose. Hab nämlich gedacht, wir sind voll... Wir haben voll... ja, warte. Ja, war jetzt doch nicht so schlau. Ich bräuchte jetzt doch lieber ein Dia-Schwert, hätte ich machen müssen. Scheiße, ich bin dumm. Naja, vielleicht finden wir noch was. Holy shit, es laggt ein bisschen, sehe ich gerade. Alter, WTF. Ist ja der Hammer. Wie krass das Kit ist. Okay, also, ich würde sagen, den Amboss machen wir uns schon mal. Ich glaube, der ging so. Ja, klar geht er so. Nicht dumm. So, den Amboss haben wir in der Hood. Krass. Diamant. So, noch ein, dann ein Schwert und dann gucken wir nach dem Verzauberungstisch. Ich würde sagen, den Trank können wir wegwerfen. Nehmen wir die Workbench einfach mit. Oh, wir sind schon da. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kämpfen wir doch. Und die Challenge ist schon bestanden. Aber dieses Kit ist so episch. Das glaubst du mir gar nicht. So, komm jetzt daher. Oh, er sieht die Partikel. Oh Gott, ich will ihn irgendwie verarschen, Mann. Der soll hierher laufen, in meine Richtung. Als ob der so scheiße dumm ist. Na gut, wir haben jetzt auch keine Partikel mehr. Komm doch hierher, Mann. Als ob der jetzt so abfacken will. So. Ja, der will anscheinend abfacken. Ja, der will abfacken. Was ein Spaß. Ja, dann weißt du was, dann nutze ich jetzt die Fähigkeit des Kids nicht. Dann
meiste. Hier, so. Jetzt komm her, mein Freund. Einfach jetzt so ihn umbringen, dann ist gut. So, so. So, ja, was war das denn? Aber, JJ, 12 hardet. Ja, okay, Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn wir die... Ja, na gut, nee, ist okay. Ja, in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, schreibt jetzt neue Challenges rein. Die Challenge war, ist halt einfach eigentlich eine Fun-Challenge gewesen, würde ich sagen. Ja, ich brauche neue Challenges. Also, überlegt mal gut, oder wenn ihr schon einen habt, direkt in die Kommentare schreiben. Ja, bewertet das Video und ciao.